Hey und herzlich willkommen zurück hier zu Sims Mobile. Und ihr seht, mein Haus hat sich etwas verändert. Ich werde mal wieder ein bisschen Hintergrundmusik einspielen. Ich entschuldige meine Stimme und meinen Husten schon mal, falls es passiert. Ja, ich habe hier ein bisschen rumexperimentiert, bis ich endlich mal so eine Möglichkeit für mich gefunden habe, wie es aussehen soll. Ich habe auch extra mal alle Mitteilungen ausgeschaltet. Oh, sorry. Ein bisschen erkältet und so. Dass hier jetzt auch kein WhatsApp und sowas angezeigt wird, ist ja auf dem Handy immer ein bisschen nervig dann, ne? Ja, also ihr seht, ich habe hier neue Fenster hier vorne eingefügt. Und ansonsten sieht es innerlich jetzt so aus, dass ich hier erstmal einen Flur habe. Also hier so, ne? Eigentlich ganz nett, finde ich. Ich wollte hier irgendwann mal bessere Türen haben, aber ich habe erstmal die genommen. Dann habe ich hier so ein paar silberne Talismänner abgestellt. Und ansonsten Ablagefläche, so ein Teppich und so. Dann kommt man hier auch ins Wohnzimmer. Natürlich haben wir hier dann den Fernseher, Schachtisch. Laufband habe ich hier mit reingestellt. Ich habe hier mal einen neuen Vorhang ausprobiert. Und davor dann ein Schreibtisch und sowas. Dann geht es hier in die Küche, wo schon fleißig Hobby ausgeübt wird von einem der neuen Sims. Ich zeige sie auch gleich nochmal. Dann geht es hier ins Esszimmer, wo der Tisch kaputt ist, den ich mal schnell reparieren kann. Ja. Zurück im Flur nochmal. Vom Flur aus kommt man dann auch ins Bad. Habe ich jetzt extra größer gemacht, hier mit Dusche, Toilette natürlich, hier so eine schöne Waschfläche und eine Badewanne natürlich. Man kommt hier auch noch mal raus in einen Garten, der jetzt erstmal ein bisschen klein ist, aber ich werde irgendwann diesen Bereich und diesen vielleicht noch mehr erweitern. Bisher habe ich jetzt hier diese beiden hier erweitert. Die habe ich mir dazu gegönnt. Vom Flur kommt man außerdem jetzt noch ins kleine Kinderzimmer. Ich habe beschlossen, einfach nur ein Kinderzimmer hier zu machen, sodass man, ich sag mal, alle Items hat, die man so braucht, um ja diese Sachen fürs Kind und so abzuschließen. Dann darauf das Schlafzimmer, wo ich dann die Gitarre noch mit reingestellt habe. Leider hat die sonst nirgendwo reingepasst, aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Ja, meine Erbstücksammlung ist schon ein bisschen gestiegen. Also ein paar habe ich jetzt freigeschaltet. Ich habe jetzt auch das aus dem Mode-Event, ne? Da hat jetzt die eine auch die Mode-Karriere-Dings. Ja, und dann sonst halt noch so ein paar Talismänner, die man halt so hat. Ja, das ist, glaube ich, soweit erstmal das Haus. So, meine Familie habe ich jetzt hier. Wir haben einmal die vier Hauptleute hier. Das ist ja einmal Runa aus der vorherigen Generation, das Kind. Dann haben wir hier noch Luan, der mittlerweile auch erwachsener ist und ein bisschen angepasst. Ramona, ich habe die jetzt einfach Milton genannt. Und Clarissa. Dann die Kinder von wem sind die denn? Ich glaube von ihr. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall mit Daniel zusammen haben wir einmal Finjona Danielsson. Das fand ich ganz lustig, irgendwie dem Kind dann so den Nachnamen zu geben. Ist halt von Sim-Fans. Der Daniel, also aus der Familie, habe ich eine Beziehung einfach mal dreist gestartet und Kinder gemacht und Len Elias. Dann habe ich hier noch zwei kleinere Kinder. Einmal weiß wie die Wand. Ich hatte in der Sims Mobile Gruppe auf Facebook den Wunsch, dass weiß wie die Wand und gelb wie die Sonne. Allerdings hat gelb wie die Sonne nicht hingepasst. Deshalb heißt das Kind jetzt schwarz wie Nacht, das andere. Ich werde aber noch mal gucken, ob ich dann vielleicht doch noch mal gelb wie Sonne. Aber das die fehlt halt einfach, ne? Das ist halt irgendwie ein bisschen blöd. Aber wir können damit leben. Ja, so viel erstmal dazu. Ja, dann habe ich hier vorne, wenn das nicht gerade mal wieder ein bisschen rumbuggen würde, einfach den Eingangsbereich ein bisschen schöner gestaltet, dass es hier auch nett aussieht. Dann Partys habe ich noch nicht teilgenommen für heute. Ja.
Ich wollte noch irgendwas zeigen. Missionen habe ich jetzt auch nur noch zwei. Finde ich ein bisschen schade. Ereignisse. Geht dann auch. Ach, hier oben wollte ich das. Ich habe jetzt hier erstmal diesen Mantel hier noch gekauft. Und werde jetzt noch mal gucken, ob ich den Rest hier noch kriege. Also es wäre natürlich schön, weil ich hier schon gern das letzte Erbstück hätte. Aber man kann ja nicht alles haben. Das Problem ist, man muss ja hier warten. Also den einen Tag musste ich echt 12 Stunden darauf warten. Also was da falsch gelaufen ist, keine Ahnung. Sonst waren es halt immer 7 Stunden und hier bei der Aftershow-Party 5 Stunden, worauf ich warten musste. Aber jetzt mit den 5 Stunden geht das ja. Dann kann ich dann in 5 Stunden mich hier wieder einschalten und das dann hier machen. Das ist erstmal ganz okay. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. War das sie hier? Nein, doch, sie, die Asus-Modeprognose. Ne? Also gehe ich jetzt mal schnell zur Arbeit. Auch den richtigen Knopf drücken. Ne? So, einmal zum Marktplatz bitte. So, wir werden hier erstmal belästigt von diesem Asos-Schild. Das kann man nämlich hier machen. Da wird einem ja angezeigt, ob man Mode machen möchte. Oder jetzt neuerdings dann halt dieses Asos-Ding, wenn man das dann halt freigeschaltet hat. So, jetzt muss ich mal bei alle Geschichten gucken. Warte mal, Karriere. So, da. Asus-Mode-Sucher war das, oder? Naja, auf jeden Fall, da gibt es dann halt diese Items für. Da, Prognose. So. Da kriegt man dann diese Items. Warum auch nicht, ne? Hauptsache ein paar Items, hey. Ja, und sonst schaue ich immer, was man sich mal so Schönes anschaffen kann. Bin ja immer fleißig dabei, diese Gebäude hier auch auszubauen. Wie ihr seht, ich habe hier überall diese Schränke und sowas hingestellt. So. Ich würde auch mal wieder so ein Part machen, wo ich vielleicht mal die Häuser von meinen Freunden hier zeige. Wobei ich jetzt, glaube ich, auch mal wieder aussortieren müsste. Wenn ich hier mal so zuletzt online schaue, 5 Tage. Ja, manche hören ja einfach dann auf zu spielen. Ist ja auch nicht schlimm. Vielleicht haben die ja auch nicht Lust hier zum Beispiel 8 Tage. Ne? Das würde ich dann auch mal entfernen, so langsam. Damit dann auch mal andere Leute hier rein können oder man andere Leute dann mal sieht. Joa. Das ist erstmal so das Update, was ich bis jetzt habe. Ich werde mit den Sims halt, wie gesagt, nur diese Hobbys hier ausfüllen, um das Geld zu kriegen. Und ansonsten, also wenn dir dann Level 10 ist im Hobby und sie hier, glaube ich, ja, dann werden die auf jeden Fall Geld verdienen. Und mit ihm habe ich ja hier eine Beziehung mit dieser Vi. Die sind ja verlobt mittlerweile. Genau, diese Neffe, ja, alles klar, hier schwarz und weiß. Weiß wie die Wand, schwarz wie Nacht, das sind die Kinder von Luan. Und hier mit ihr habe ich halt die Beziehung hier mit Daniel. Da sind Finn und Len halt die Kinder. Ja. Naja. Ansonsten Merkmale, so halt das Übliche, ne? Also bei diesen Stickern mache ich das übrigens so. Man hat dann ja diese Partys hier. Also jetzt veranstalten Freunde gerade nichts. Ich warte meistens am Tag über noch ein bisschen. Da gehe ich da zum Beispiel hin, am besten, wo man dann auch so, hier zum Beispiel 3 Leute, ne? Dann gehe ich da hin, schicke da alle 4 Leute hin und wenn ich dann jetzt, ich sag mal, wieder aus dem Spiel rausgehe, dann minimiere ich das einfach nur und lasse dann halt sie zum Beispiel auf der Party und so kriegt man eigentlich echt gut Sim-Tickets. Apropos, ich weiß gar nicht, ob ich euch ein neues Item schon gezeigt habe. Ich kann ja mal kurz gucken. Ja, das ist natürlich wieder für einen Mann. Wer hätte es gedacht? Ja, diese sexy Items, die man hier kriegen kann. Ja, das ist echt wow. So, jetzt muss ich den nochmal umdesignen. So, es gibt nämlich hier diese schicke schwarze Hose. Die Party-Löwenhose. Ach, kann er jetzt eigentlich mal anbehalten. Haben wir, glaube ich, auch schon wieder eine Sache abgeschlossen. Soweit war ich nämlich noch nicht. Jetzt müssen wir nur noch Sticker verteilen und Geld fürs Haus ausgeben. Ich habe zwar für 4.000 den Rasen hier gerodet, aber das ist ja kein Geld für zu Hause ausgeben. Was auch sonst. Ja. Naja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt sonst gerne was in die Kommentare schreiben.
Ja, dann erstmal ciao und bis zu einer weiteren Folge.